In einem Spiel der Fußball-Bundesliga trennten sich vor einer halben Stunde Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf unentschieden 0:0. Für die Mannschaft von Trainer Erich Ribbeck ist es das sechste Spiel ohne Sieg. Erich Ribbeck, Leverkusens Trainer, aus seiner Sicht muss man wohl sagen, zwei Punkte zu wenig heute. Aber was den Spielverlauf angeht, war Bayer Leverkusen mit dem 0:0 gut bedient. Fortuna Düsseldorf in den grünen Trikots mit der wohl besten Saisonleistung. Einziges Manko, die Chancenverwertung. Thorsten Juth und hier in dieser Szene Ulf Mehlhorn. Nur zwei von fünf glasklaren Möglichkeiten des Aufsteigers in den ersten 45 Minuten. Das Haberlandstadion ausverkauft und unter den fast 27.000 Zuschauern auch Bundestrainer Berti Vogt. Und der sah ein torloses Remis auf höchstem Unterhaltungswert. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel Wörns gegen Zyron und Schiedsrichter Heinemann entscheidet hier auf Notbremse. Leverkusen nur noch mit 10 Mann, aber mit wenigen und gefährlichen Kontern. Gestern 36 Jahre alt geworden, Rudi Völler. Das war's, 0:0 und Bayer Leverkusen damit jetzt ein Konkurrent von Alexander Ristić im Kampf gegen den Abstieg.